Leute, willkommen bei Hey Nickelodeon. Heute bin ich in Butzbach, das liegt in der Nähe von Frankfurt am Main, und besuche Lara und Lisa, und die machen Speedstacking. Was genau das ist, das schaue ich mir mal an. Hey Nickelodeon, wir sind die Lisa und die Lara. Und wir zeigen euch heute, wie man Speedstacking macht. Hallo Lisa. Hallo Lara. Abgefahren, in welcher Geschwindigkeit ihr hier die Becher auf- und abstellt. Unter 10 Sekunden teilweise, Formation auf- und abgebaut. Ihr müsst mir jetzt mal von Grund auf erzählen, was ist genau Speedstacking? Also beim Speedstacking versuchen wir halt so schnell wie möglich Becher auf- und abzustapeln. Okay, es gibt Becher mit großen Löchern und mit kleinen Löchern, aber warum? Also hier kann die Luft schneller raus und dann kann man die besser zusammenstapeln. Ah, okay. Es hat also alles mit der Luft zu tun. Was braucht man zum Speedstacking? Man braucht eine Matte und eine Uhr. Okay, das heißt, ihr nehmt dann auch immer eure eigene Matte mit? Mhm. Das gehört zur Ausrüstung. Gut, wie würde man beginnen? Also du fängst hier auf der Seite an. Okay. Und nimmst mit der linken Hand einen Becher und stellst ihn nach links. Alles klar. Und mit der rechten Hand oben drauf. Okay. Und dann gehst du weiter zum nächsten, stellst wieder mit der linken Hand einen daneben und dann wieder oben drauf. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Genau. Die ersten Schritte beim Speedstacking. Das ist eine Dreier-Kombination. Mhm. Okay. Und wie muss ich hier mit dieser Apparatur umgehen? Du legst deine beiden Hände einfach drauf, wartest, bis das grüne Licht leuchtet, dann kannst du anfangen und am Ende stoppst du wieder. Auf die Plätze, fertig, los. Stopp. Okay, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rüber ins mobile Studio, weil ich habe noch ein paar Fragen an euch. Wie seid ihr auf Speedstacking gekommen? Also meine Oma hat das im Fernsehen gesehen und dann hat sie mir halt so Becher gekauft und dann habe ich das ausprobiert. Wie regelmäßig trainiert ihr das? Also einmal in der Woche und vor Turnieren halt noch öfters. Ihr geht auch regelmäßig auf Turniere. Wie regelmäßig macht ihr das, Lara? 6 oder 7 Mal im Jahr. Was war so das entfernteste Ziel, das ihr angesteuert habt? Montreal. Montreal. Warum Kanada? Wie kommt ihr da hin? Also das ist die Weltmeisterschaft. Okay, wie ist das Turnier für dich ausgegangen? Also ich bin 3-mal Weltmeisterin geworden. Ich habe hier eine dreifache Weltmeisterin neben mir sitzen. Da gibt's auf jeden Fall gleich einen Gong drauf. Wie läuft so ein Turnier genau ab? Man übt hinten am Tisch und dann kann man halt vorgehen, wenn man sich sicher fühlt in der Vorrunde. Im Finale wird man dann aufgerufen und dann muss man zum Schiedsrichter vor. Dann geht es auf Zeit? Ja. Gibt es dann auch verschiedene Disziplinen? Ja, es gibt 3-3-3, 3-6-3 und Zeig. Okay. Wie sieht's bei euch Weihnachten aus? Wird dann auch gestapelt fleißig? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Mm-mm. Das heißt, da gönnt ihr euch mal eine Pause? Mm. Kommen wir jetzt zu unserer heutigen Hey Nickelodeon Challenge und die heißt Ping-Pong Challenge. Bei dieser Challenge geht es darum, mit seinem Becher die Ping-Pong-Bälle aufzufangen, dann weitere Becher zu stapeln, das immer, immer höher. Und bei wem der Riesenstapel als erstes fällt, der hat verloren, okay? Mhm. Dann gehe ich mal auf Position. Auf die Bälle. Fertig. Los geht's. Der Turm ist hier auseinandergefallen, aber wir haben uns gut geschlagen. Ich nehme das mal ab, um das auch mal auszuprobieren. Wir haben eine Gewinnerin. Das ist Lara. Das war doch mal eine gelungene Challenge. Das war's hier von unserem Becherstapeln mit Ping-Pong-Bällen. Was für ein stapelhafter Tag hier mit euch. Vielen Dank, dass ihr mir das Speedstacking ein wenig näher gebracht habt. Dafür gibt es unseren Hey Nickelodeon-Button und unsere Hey Nickelodeon-Überraschung. Puh. Ich finde, ihr könnt stolz sein auf den Sport, den ihr hier macht. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Lasst euch drücken. Vielen, vielen Dank für den Tag.
Das war's von Lisa und Lara hier aus Butzbach. Und für euch habe ich jetzt noch einen Tipp. Geht mal auf nick.de. Da könnt ihr mit dem Tannenschmücker eure eigene verrückte Baumfigur gestalten. Außerdem könnt ihr noch weitere weihnachtliche Extras erleben. Also erlebt verschmückte Weihnachten. Geht auf nick.de und mit etwas Glück könnt ihr einen tollen Preis gewinnen. Ich gehe zurück ins Nickmobil und wir sehen uns gleich beim zweiten Teil von Hey Nickelodeon. Bis gleich. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück bei Hey Nickelodeon. Ich zeige euch jetzt, was man aus Bechern noch so Schönes machen kann. Also nicht etwa eine Trommel, nein. Es wird eine Tischtennisballschleuder. Okay, wie funktioniert das? Ihr braucht Becher, nehmt einfach ganz herkömmliche Plastikbecher. Ja, Luftballons, dann eine Schere und natürlich Tischtennisbälle. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch in weiß oder angemalt als Auge. Gut, wir beginnen hier abzuschneiden, denn wir brauchen das Loch ja gleich. So, dafür nehmt ihr einfach eine Schere. Schön gleichmäßig und vorsichtig, da könnt ihr euch auch gerne immer von euren Eltern helfen lassen. So. Jetzt nehmt ihr euch einfach einen Luftballon und schneidet das Mundstück ab. Und das kommt jetzt hier auf das Ende des Plastikbechers. Das wird nämlich dann euer Katapult. Ah. Hier noch so ein bisschen den Luftballon ausleiern. So, dann habe ich ja hier schön buntes Band. Das könnt ihr ruhig auch hier oben befestigen, damit dann gleich der Luftballon besser hält. Zack. Zur Verschönerung könnt ihr hier unten auch noch ein wenig buntes Klebepapier anbringen. Ne? Soll ja alles in Form sein. Und jetzt haben wir auch zwei. Das ist sehr gut, weil natürlich kann man auch zu zweit jetzt hier mit der Ping-Pong-Schleuder spielen. Weil im Grunde genommen kann einer mit dem schießen. Ich gebe euch das mal. Und der andere kann es auffangen. Yeah! Und schon geht es wieder zurück. Das war's von meinem kleinen DIY. Easy gemacht. Vielleicht eine schöne Weihnachtsgeschenkidee für eure Geschwister. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss!